Ja, hey, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir uns auf dem Weg zu Dingens gemacht, wie ist das nochmal, Battle Station, irgendwie sowas, Combat Zone, fast das gleiche. Okay. Hat schon wieder sehr gut angefangen, als ich den Part begonnen habe. Erstmal muss eine Aktualisierung noch runtergeladen werden, weil ich jetzt offscreen, glaube ich, vorgenommen wird, also hoffe ich jedenfalls. Und mein Aufnahmeprogramm meinte mal, ein Bastard zu sein, indem er einfach meine ganzen Einstellungen ja mal wieder resettet hat. Also, was für eine Qualität ich aufnehmen will, wie hoch der Ton ist und all sowas. Und ja, falls man jetzt einen Unterschied sieht, falls überhaupt die Aufnahme überhaupt was wird, ist da, woran das liegen könnte, ne? Ich habe jetzt wieder alles versucht, so gut wie möglich herzustellen, aber ja. Jedenfalls, wir sind in der Comet Zone. Gehen wir da rein. Was auch immer. Also, wenn schon ein Part schon so anfängt, ne? Ich wollte eigentlich so 5-6 Stunden, okay, nicht 5-6 Stunden aufnehmen. Also 3 Stunden ungefähr, damit ich 6 Parts oder so habe. Nicht wieder einen Vorrat habe. Aber ja. Das ist schon wieder sehr, sehr unmotivierend. Apropos unmotivierend. Raider, okay. Kann ich mich sehen? Hallo? Ich weiß noch nicht mal, wo ich die Quest her habe, ganz ehrlich, ne? Und jetzt habe ich sie nicht mehr. Kann ich eigentlich abhauen? Your beefs on the street. Wie freundlich. Was zum? Der hat dir nichts verloren. Zerleg den Mistkerl. Was von tot. Was? Oder nur Hallo sagen. Mann. Ich komme nicht raus. Ja, noch mal. Okay. Ich habe so das Gefühl, als hätte man noch friedlich lesen können hier, aber anscheinend nicht. Weg. Oh, die Waffe ist so geil. So, einer von denen sah so aus, als hätte er mit sich reden lassen können. Der mit dem Anzug. Wir schon. Aber anscheinend nicht. Oder was spritzen. Da, ja, muss ich gleich alle hier looten anscheinend. Oh, wir hatten da eine Laserwaffe. Du. Ein ganz normaler Raider hat eine Laserwaffe. Ja, du wolltest dich wieder hochheilen, habe ich gesehen. Oh Gott. Was ist das? Warum immer ich da? Ja. Bluetooth-Cocktail. Wo ist der kleine Wichser hin? Ja, ist weg mit dich. Der eine brennt noch. Sehr gut. Sehr gut. Muss sie sogar eliminieren, okay. Ha! Update wurde runtergeladen, sehr gut. Werde ich wahrscheinlich nach dem Part machen. Weil wird wahrscheinlich ewig dauern, ne? Oh nein, ich wollte mal kurz was trinken. Machen wir mal die Fernbeziehung raus. Ist hier noch irgendjemand?
So, sehr gut. Sprich mit Tommy. Wer ist Tommy? Zumindest nicht noch mehr. Schau doch einfach mal nach oben, verdammter Feigling. Zum Teufel damit. Ich bin zu schön, um so den Löffel abzugeben. Ich hab keine Ahnung, wer da jetzt gerade gesprochen hat. Also, sollen wir das wie zivilisierte Leute klären? Oder willst du mir mein Theater noch ein bisschen zertrümmern? Mal leiden. Erstmal pennen. So. Warum kommst du nicht hier rüber und zeigst uns, dass du uns nichts tun willst? Ich komme ja schon, ich komme ja schon. Hey, seid ihr dann fertig damit, euch gegenseitig umzubringen? Na, wo bist du denn? Schau, egal wer da draußen ist. Star oder was? Wir waren die ganze Zeit über auf eurer Seite. Bist du jetzt fertig damit, hier alles zu zerlegen? Ist ja gut. Ist es vorbei? Naja, das hätte auch schlimmer ausgehen können. Weiß nicht. Von meiner Position aus sah mir das recht beeindruckend aus. Bist du verdammt nochmal high oder was? Warum frage ich das überhaupt? Natürlich bist du das. Ich war ja trotzdem am Gewinnen, oder? Du bist ausgelaugt und wirst langsam schluderig. Natürlich musst du dir darum jetzt keine Sorgen mehr machen. Offenbar hat der Spaßvogel hier uns gerade arbeitslos gemacht. Bin mir nicht sicher, ob ich dich küssen oder dir mein kleines Vögelchen hier auf den Hals hetzen soll. Ich hab dir doch gesagt, dass du mich nicht mehr so nennen sollst. Was ist das für ein Ort? Ist nicht aus der Gegend, was? Das ist das Combat Zone. Die beste Arena im Commonwealth. Kate hier ist unsere Hauptattraktion. Mehr als 100 Kämpfe unbesiegt. Früher bedienten wir anständig. Ach, Close-Up. Aber vor rund 2 Jahren kam eine Raider-Bande an. Und wir wurden ein exklusiveres Etablissement. Zumindest bist du unseren gesamten Kundenstamm aus dem Genpool entfernt und uns arbeitslos gemacht. Tut mir leid. Sah für mich so aus, als würdet ihr in Schwierigkeiten stecken. Schwierigkeiten? Ach was. Aber diese Trottel zu unterhalten hat die Miete bezahlt. Bin mir nicht sicher, was wir jetzt tun sollen. Zur Hölle mit denen! Da werden schon neue kommen. Braucht nur eine kurze Verschnaufpause, dann bin ich wieder bereit. Eine Verschnaufpause? Was? Damit du dir noch mehr Dreck in den Arm schießen kannst? Nein, nein. Weißt du was? Ich glaube, das war ein versteckter Segen. Du hast das Ende des Kampfes ja gesehen. Was hältst du von Kates Arbeit? Ich habe überhaupt nichts gesehen. Bin mir nicht sicher. Hab die Hälfte verpasst. Ja, du warst wohl sehr mit dem Frühjahrsputz beschäftigt. Beeindruckende Arbeit. Du könntest sogar so gut sein, dass du mir einen Gefallen tun könntest. Also, das ist mein Problem. Ich habe plötzlich keine Zuschauer mehr. Wie ist das denn passiert? Heißt keine Einnahmen. Und wenn du mir keine Kronkorken verdienst, Vögelchen, bist du kein Aktivposten. Dann bist du eine Belastung. Für mich. Und für dich selbst. Also, ich hätte mir Folgendes gedacht. Wie wäre es, wenn du ihren Vertrag übernimmst? Sie begleitet dich? Passt auf dich auf? Schau, du würdest mir einen Gefallen tun, während ich hier alles wieder auf Vordermann bringe. Was meinst du? Ich? Und der? Ich würde interessieren, was Kate davon hält. Meine Meinung ist wohl gar nicht gefragt. Vertrag. Ich habe doch gerade gefragt. Außerdem, willst du wirklich hier bleiben? Keine Zuschauer, keine Kronkorken, keine Gesprächspartner. Außer mir. Oh Gott, gutes Argument. Also oh Gott, dabei. Mach nicht so ein verdammtes Close-Up. Klar, ich könnte jemanden brauchen, der auf mich aufpasst. Gut, dann ist das geklärt. Oh Gott, der kommt ja immer näher. Nimm das. Das sind die Einnahmen des letzten Kampfes. Bezahlung für den Kammerjäger. Jetzt mal langsam. Was genau willst du ohne mich hier anfangen? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich richte diesen Ort wieder her. Vielleicht für eine weniger blutige Kundschaft. Und jetzt verschwinde endlich von hier. Du hast hier nichts mehr verloren. Vögelchen. Du bist ein echter Drecksack. Weißt du das, Tommy? Das musst du mir nicht erst sagen. Dann musst du wohl zu mir kommen, wenn du aufbrechen willst. Mach doch mal die ganze Zeit offen.
Okay, ich muss ja noch ein bisschen looten. Weil sie mich entschuldigt. Ja. Muss mal mehr Siedlungen haben, weil Sanctuary ist, glaube ich, irgendwann voll, habe ich so das Gefühl. Falls es voll werden kann. Ich erstmal wieder allen möglichen Müll binden. Ja. Was ist das hier? Hallo? Daneben nicht? Öl brauche ich. Okay, schon wieder eine neue Begleiterin. Gibt ganz schön viele. Kate. Und? Bereit zum Aufbrechen? Bereit. Wird Zeit, dass ich von hier verschwinde. Gehen wir. Oh, nehmen wir dich mit. Warum denn nicht? Ich nehme mal jeden mit, der mir angeboten wird. So in letzter Zeit habe ich so das Gefühl. Du hast ja eine Waffe, oder? Mir sagt mir, du hast eine Waffe, sonst muss ich die eine hier gleich suchen. Oh, Foxy. Vorkriegsgeld. Und der geht direkt pennen. Ja, anscheinend kriege ich auch von dem keine Quest. Ich glaube, ich auch besser. Hey. Hm? Wollen wir ein paar Sachen tauschen? Was ist ein Baseballschläger? Okay. Ich möchte dir irgendwas hier geben. Ist auch nichts. Ist das? Kann ich nicht, nehme ich mit. Hallo. Bingo. Was ist ein Ausgang von Picket Fenster? Du kannst jetzt Topfpflanzen in Siedlungswerkstätten bauen. Okay, sowas gibt's auch. So Sachen, womit man herstellen kann. Ja, wir haben ja ganz schön viel Sachen zum Kochen. Für Raider. So, ich muss ja immer noch eine Waffe suchen, fällt mir gerade ein. So. Pistole, weiß ich nicht. Pistole, nimm mal eine Pistole. Sieht die ordentlich was ab. Ich noch was Besseres finde. Knochenfräser, okay. Hier könnte man sich auch schön niederlassen, finde ich. Geschafft. Ich glaube, ich habe irgendwie... Ja, ne, ich kriege auch immer Skills, wenn ich einige Leute mitnehme. Aber nur, wenn ich... Weiß ich nicht, viel Beziehung habe, oder? So, hier unten haben wir alles, glaube ich. Ja, weiter nach oben. Ein ganz paar Looten. Warum nicht? So, hier wurde ich auch unterbrochen, weil ich dachte irgendwie, das hat... Weiß ich nicht, zeitliche Begrenzung, naja, wenn die abgehauen oder so. Hochketenball.
Aufscreen habe ich natürlich nichts gemacht seit dem letzten Part. Hat man ja gesehen, dass ich irgendwie in der gleichen Stelle war wie beim letzten Mal. Ich will sich immer irgendwo hinsetzen direkt. Aber dann kriege ich auch mal irgendwo was Besseres als eine Impro-Pistole. Was hast du eigentlich? Lasergewehr. Ich habe schon Dingens. Ich habe eine. Na. Eine Mini-Atombombe, ja. Ich. Wo bist du? Nimm die Pistole einfach. Hey. Na klar. Behalt aber dein Hemd an. Oh. Und ich dachte, du wolltest kuscheln. Was? So, nimm. 10mm Pistole habe ich auch noch. Sogar stärker. Nimm die Impro-Pistole und ein paar Munis. Muss halt einfach nur, glaube ich, so ein paar geben, ne? Immer genug hier. Also du vorher brauchst nichts. Mal gucken. So, raus her. Will irgendwas anderes noch machen. Da waren ja noch so zwei Typen. Ich bestimmt hier das machen. Ding kann ich nicht hacken. Oder auch nicht. Stimmt. Da drin irgendwas. Da ist noch ein Dingens. Ein Schloss. Verdammt, ich muss irgendwann hacken verbessern, habe ich das Gefühl. So, raus hier. Haben wir wieder ein paar Raider umgenietet. Und ja, gucken, was der Typ da mit seinem Theater macht. Wow, war laut. Hecki. Frage ist, was machen wir jetzt als nächstes? Du kannst noch ein bisschen umschauen wieder. Wir können irgendeine andere Quest machen. Was habe ich denn noch offen? Weiß ich gar nicht. Soll ja irgendwie der Bruderschaft beitreten. Ich soll dem Dings helfen, den Minutemans. Dann soll ich noch den Dinger. Ich soll eigentlich nur Gruppierungen helfen. Kann das sein? Erkunden wir mal ein paar neue Orte wieder. Oh, die Ladebildschirme, ne? Wie sehen eigentlich hier aus mit abgeschlossen oder nicht? Nö. Gut, was ist denn hier in der Nähe? Da ist doch irgendwas. Was ist das? Nix. Das ist ein Krankenhaus, glaube ich. Wenn ich den Zeichen so trauen darf. Wie wär's, wenn wir mal da hochgehen? Was soll das Ding her? Psst. Hoffentlich ist es das wert. Was? Okay. Hm? Warum hat die auf einmal ein Schrotgewehr? Oh, das habe ich nicht gesehen, was ich aufgenommen habe. Okay. Bin ich hier schon wieder gelandet? Irgendwo rein? Ja. Wo ist sie schon wieder? Oh. Dann
kam Auto denn schon dahin? Was? Oben, das sieht so aus, als nehme ich dann nirgendwo rein. Und die hängen schon wieder her. Hörst du das? Boah, ich bin runtergefallen. Und Stich! Ich hab einen Schrotgewehr, sollte ich vielleicht aufpassen. Nein! Alter, warum sind denn da schon wieder so viele? Der Plan B. Ja, sollen wir hier reingehen? Das ist doch bestimmt sicher. Oder ist noch eine Tür, merke ich gerade, verdammt. Also, führt nirgendwo hin. Cool. Ja, das geht. Noch ein Injektorgewehr. Superkleber. Aber die wiegt wahrscheinlich eine Tonne, ne? Wo habe ich viel Geld, merke ich gerade. Blei, Holz und Säure. Bäh. Nicht. Hallo. So, ich dachte, er hätte eine geile Sonnenbrille auf. Ja, ich hoffe, der Kate geht's gut, wenn ich da wieder hochgehe. Geht's auch gut, oder Käthe? Käthe. Hi. Warum trägst du ein Schrotgewehr mit dir rum? Ich hab alle platt gemacht. Ganzen Müll hier wegpacken, habe ich so ein Gefühl. Alter, wie viele Leute sind schon wieder hier? Einfach mal den Mafiosi. MG mag ich ja irgendwie nicht so in solchen Spielen. In Rollenspielen. So Fallout. Echt? Ach, Dreck, ey. Warum ziehen die jetzt schon wieder so viel ab? Weil in einem Raid habe ich fast gar keinen Schaden bekommen. Ja, boah, das ist... Ach, ich habe jetzt bei der Kombination letztes Mal gespeichert, ne? Aber ich hasse das, wenn ich irgendwie 10 Minuten irgendwo rumeier. Dann freck ich. Och. Ja, geh mal woanders. Ich will irgendwo rein. Verstehe mal nicht, warum du ein Schrotgewehr mit dir herumschleppst.
Was haben wir denn hier noch überall? Das Good Stuff, das klingt wie ein Laden. Food Stuff, meine ich. Wo ist das denn hier? Warren Theater. Warum sind die aber ein Theater? Der komische Kult war da auch irgendwie in so einem Theater. Oder Sekte. Der ich all meine Sachen geben sollte. Ihr wisst schon, ne? Warum beschäftigst du dich damit? Ist etwa ein Museum aufmachen? Ja. Ich nenne es da Niro. What? Ach, nee. Will doch keine Links mehr mitnehmen. Rattengift, okay. Hat hier einen Ort auf der Karte? So. Jetzt speicherst du, geil. War vorhin nicht, ne, als ich das Menü aufgerufen hab. Also den Pip-Boy. Okay. Ich weiß nicht, wie man in ein Ding reingeht. In einen Aufzug. Cool. Müsste doch bestimmt seinen Grund geben, warum man das öffnen kann. Einer von denen jetzt echt. Boah, Hilfe. Was? Hilfe, ey. Ich muss nochmal in der Aufnahme gucken. War halt einer von denen. Stand da einer von denen so? Ich bin jetzt nur wegen dem Geräusch erschreckt, wahrscheinlich. Hätte man so sehen können, wie der sich bewegt hat, ne? Dann muss ich noch mal in der Aufnahme gucken. Oh, Kapitänsmütze. Oh, er hat mir jetzt einen Scheck gegeben, ehrlich gesagt. Mann. Dann werde ich wahrscheinlich offscreen wieder nach Diamond City gehen, den ganzen Müll verscherbeln. Automatikpistole, das ist was anderes, ne? Was ist das? Munition gewesen. Ich wusste doch, als ich hier rein, als ich die alle gesehen habe, einer von denen ist echt. Sportuniform. Maha. Okay. Ich werde schon irgendwie ein Teddybär mitnehmen. Ich werde wahrscheinlich wieder meinen ganzen Müll zu Hause einlagern. Und ein paar Sachen bei Diamond City verkaufen. Und dann... Weiß ich nicht. Setzen wir uns... Nicht setzen. Mein Gott! Dann sehen wir uns wieder in Dingens, würde ich sagen, in der Combat Zone, direkt davor. Oder? Ja, okay. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge von Fallout 4.